Auf unserer Erde leben etwa 5000 verschiedene Völker. Es werden etwa 7000 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen. Und zusammen sind es aktuell etwa 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und obwohl wir Menschen, diese Völker, so unterschiedlich sind, haben wir doch alle etwas miteinander gemeinsam. Egal welche Hautfarbe, egal welche Kultur, egal welcher Status oder Geschlecht, ein Merkmal gibt es, das uns alle vereint. Das herausragendste Merkmal von uns Menschen ist, was uns alle vereint, ist Folgendes, dass wir sündigen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Sünde ist der einzige Faktor, der uns alle Menschen weltweit vereint. Das zeichnet jeden Menschen aus, der geboren wird. Und keiner ist davon ausgeschlossen. Und die Sünde bereitet uns viel Leid und Not auf dieser Erde. Aber ein viel größeres Problem haben wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Und in Habakuk 1,13 heißt es, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anschauen. Sünde und die Heiligkeit Gottes, sie kann man nicht miteinander kombinieren. Sie stehen in Feindschaft einander gegenüber. Und jeder Sünder, der vor Gott steht, der wird sterben müssen. Die Eltern von Simson, als sie der Engel des Herrn zu ihnen kam und die Geburt von Simson angekündigt haben, da haben sie gesagt, wir müssen sterben, weil wir Gott gesehen haben. Oder Jesaja, als er den Herrn gesehen hatte, hat er gesagt, wehe mir, ich vergehe. Die Heiligkeit Gottes und die Sünde des Menschen, sie kann man nicht miteinander vereinen. Und wir haben schon gehört, was der Lohn der Sünde ist. Es ist der Tod. Der gerechte Lohn für Sünde ist der Tod. Wenn Gott jeden Sünder in seiner Allmacht in die Hölle wirft, so wäre es nur gerecht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott ist gerecht. Und er kann nicht anders mit der Sünde umgehen, als diese zu strafen. Das ist nur gerecht. Wir können ihm nicht unterstellen, dass wenn ein Sünder in die ewige Verdammnis schickt, dass Gott ungerecht wäre. Nein, er ist die höchste Instanz und er legt den Maßstab fest. Und sein Maßstab für die Sünde lautet Tod. Sünde muss bestraft werden. Aber Gott ist nicht nur ein heiliger Gott. Gott ist nicht nur ein gerechter Gott. Wie wir schon gehört haben, Gott hat Lust an Gnade. Und so lesen wir in Micha 7,18, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils, die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und er muss die Sünde bestrafen. Aber Gott hat auch Lust an der Gnade. Und in seiner Gnade hat Gott einen Weg, ein Mittel geschaffen, wie sich ein Sünder diesem heiligen Gott sich nähren kann, ihm nahe kommen kann. Gott hat einen Weg aufgezeichnet. Und wir sehen das schon im Alten Testament, wie Gott diesen Weg gegeben hat, sich Gott nahen zu können als ein Sünder. Und das finden wir vor allem in einem Buch, was wir wahrscheinlich alle sehr, sehr ungern lesen. Das dritte Buch Mose. Ich kenne, glaube ich, keinen, der gerne dieses Buch liest. Aber dieses Buch ist so wichtig für damals für das Volk Gottes gewesen,
aber heute können wir vieles daraus lernen. Zuerst hat das Buch eine schlechte Nachricht für den Menschen. Gott ist heilig. Man kann sich nicht einfach so Gott nahen, wie man will. Er ist heilig. Und Gott verwehrt den Menschen, einem Sünder, den Zugang in sein Heiligtum. Aber das dritte Buch Mose hat auch eine gute Nachricht. Es gibt einen Weg, wie man sich Gott, wie ein Sünder sich Gott nahen kann. Es gibt einen Weg, wie man in die Gegenwart Gottes treten kann und Vergebung empfangen kann. Und da hat Gott verschiedene Opfer vorgesehen, verschiedene Vorschriften gegeben, ja, die uns heute wahrscheinlich sehr langweilig vorkommen, wenn wir sie lesen, weil wir damit nicht mehr so viel anfangen können. Und dennoch wollte ich mit euch zusammen ein Fest anschauen, was damals für das Volk Israel von größter Bedeutung war. Und es war das Fest, das große Versöhnungsfest, das Fest, was Yom Kippur heißt unter den Juden. Und wir wollen heute uns auszugsweise einige Verse daraus angucken, wie es damals ausgesehen hat, wie sich das Volk, sündige Volk, sich mit Gott versöhnen konnte. Und dann wollen wir sehen, wie all das Christus für uns erfüllt hat. So schlagt eure Bibeln in 3. Mose 16 auf. Und wir wollen zunächst die Verse 1 und 2 und den 29. Vers einmal lesen. 3. Mose 16, die ersten beiden Verse und dann den Vers 29. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckenplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Und Vers 29, und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, am zehnten des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Wir sehen hier, Gott verbietet es, einfach so in das Heiligtum hineinzugehen, in das Allerheiligste, wo Gott selbst ist. Da im Vers 2 heißt, denn ich erscheine in der Wolke über der Deckenplatte. Selbst der hohe Priester Aaron, er durfte nicht zu jeder Zeit da hineingehen. Nur ein einziges Mal im Jahr, haben wir gelesen, im siebten Monat, am zehnten Tag dieses Monats, durfte der hohe Priester dort hineingehen. Und das ist eine ewige Ordnung, die Gott seinem Volk gibt. Und wir sehen, wie gefährlich es ist, sich in die Heiligkeit Gottes zu begeben. Wir haben gelesen, Aaron darf da nicht hineingehen, sonst stirbt er. Er wird sterben. Er wird sterben, wenn er einfach so hineingeht, ohne an diesem besonderen Tag, den Gott vorgesehen hatte. Siebter Monat, zehnter Tag. Und habt ihr gemerkt, wann Gott diesen Tag verordnet hatte? Diesen Versöhnungstag. Wir haben gelesen im Vers 1, und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und wir erinnern uns, wie die beiden Söhne Aarons einfach so selbst bestimmt haben, wie sie zu Gott kommen konnten, mit einem fremden Feuer, was Gott nicht vorgeschrieben hat. Und Gott hat sie dahin gerafft. Wir sehen, dass der Mensch nicht einfach so auf eigene Art und Weise vor Gott treten kann, in seinem Heiligtum hineingehen kann, einfach so, wie er meint, es machen zu können. Gott lässt es nicht zu. Gott rafft dahin, wie diese beiden Söhne sofort getötet worden sind von Gott. Gott ist heilig und kein Mensch darf sich auf selbst ausgedachte Art und Weise sich Gott nähren. Und wir sehen auch hier Gottes Heiligkeit
und die Sündhaftigkeit des Menschen, sie sind miteinander nicht kombinierbar. Es entsteht ein gewaltiger Konflikt. Aber dennoch ist Gott voller Gnade. Obwohl die Söhne so gehandelt haben, gibt Gott einen Weg, wie sie Versöhnung bekommen können. Und das ist dieser besondere Tag. Im 7. Monat, am 10. Tag, gibt es eine Möglichkeit, sich Gott zu nähren und Vergebung zu bekommen. Und dieses Fest, dieser Tag, er hatte ein ganz bestimmtes Ziel gehabt. Und wenn wir dieses Kapitel lesen, so kommt ein Wort sehr, sehr häufig vor. Und das ist das Wort Sühnung. Sühnung. Und im hebräischen Wort, oder für Sühnung wird das hebräische Wort Kapar verwendet. Und dieses Wort bedeutet zu überdecken, zu besänftigen, zu beruhigen oder eben zu sühnen. Und wenn man nach diesem Wort sucht, wo es das erste Mal vorkommt, dieses Wort Kapar, zu überdecken, so findet man es bei Noah. Dieses Wort kommt das erste Mal bei Noah vor. Und in 1. Mose 16, 14 heißt es, mache dir eine Arche aus Gopherholz, mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen oder überstreichen. Und hier wird für dieses Verpichen dieses Wort Kapar verwendet. So wie Noah mit Pech von innen und von außen das Holz überdecken musste, damit das Wasser nicht eindringt in die Arche. Genau so muss die Sünde zugedeckt werden vor dem heiligen Gott. Und das geschah an diesem Yom Kippur-Fest, an diesem großen Versöhnungstag. Es musste etwas überdeckt werden, es musste etwas gesühnt werden. Und das war die Sünde des Volkes von einem ganzen Jahr. Es wurde nicht mit Pech überdeckt, die Sünde, sondern die Sünde musste mit unschuldigem Blut zugedeckt werden. Und wir haben schon gehört, diesen Vers in der ersten Botschaft aus Hebräer 9, 22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und so musste an diesem besonderen Tag Blut von einem schuldlosen und fehlerlosen Opfer fließen. Ein Opfer musste sterben, dieses Blut musste genommen werden, um die Sünde zuzudecken. Und wenn wir dieses Kapitel lesen, so lesen wir zuerst, oder wofür alles Sühnung erwirkt worden ist. Aaron müsste zunächst für sich selbst und für sein Haus Sühnung erwirken. Die Sünde seines Hauses mussten mit Blut zugedeckt werden. Dann musste das für das Volk Sühnung erwirken. Die Sünde des Volkes musste zugedeckt werden und dann musste auch die Stiftshütte gereinigt werden, weil sie unter einem unreinen Volk stand. Und so lesen wir, wenn wir weiter dieses Kapitel lesen, wie Aaron sich selber vorbereiten musste, wie er sich reinigen musste, wie er für sich dieses Opfer bringen musste und zunächst einmal da in dieses Heiligtum hineingehen musste. Das erste Mal, und überleg mal, er hat gesehen, wie Gott seine Söhne dahin gerafft hat. Und jetzt muss er selber in das Heiligtum eintreten. Zu diesem heiligen Gott als Sünder musste eintreten. Und er hat es getan. Trotz dieser Gefahr der Heiligkeit Gottes ging er hinein, um für sich, für seine Sünden ein Opfer zu bringen, aber auch für die Sühnung seines Hauses. Und so lesen wir im Vers 6, und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Und genauso lesen wir es auch in Vers 11. Und dann, wenn Aaron zunächst oder für sich diese Sühnung erwirkt hat, sollte er auch die Schuld des Volkes sühnen. Und so lesen wir ab Vers 7, wie das ausgesehen hat, wie die Sühnung für das ganze Volk getan worden ist, ab Vers 7 bis Vers 10. Und er soll die zwei Ziegeböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen.
Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Asaseel. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Asaseel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Söhnung zu erwirken und für ihn für Asaseel in die Wüste vorzuschicken. Hier sehen wir, für das Volk mussten zwei Ziegenböcke genommen werden. Und eins sollte geschlachtet werden oder es sollte ein Los geworfen werden. Eins sollte dann sterben, das andere sollte lebendig bleiben. Und wir haben gelesen, hier in der Elberfelder wird dieses Wort Asaseel benutzt und das heißt wegnehmen oder wegtragen. Ein Ziegenbock sollte die Schuld dann wegtragen, sichtbar, symbolisch für das Volk, dass die Sünde hinweggetragen wird. Und das lesen wir dann auch im Vers 21 und 22, wie das ausgesehen hat. Das eine wurde getötet, geschlachtet, das Blut wurde genommen. Er musste mit diesem Blut dieses Ziegenbocks wieder in das Heiligtum hineingehen und auf diese Deckenplatte das Blut sprengen, als Sühnung, als Zeichen für das Volk. Für ihre Sünde müsste man eigentlich sterben. Aber in diesem Blut gibt es Versöhnung mit Gott. Und dann lesen wir im Vers 21 und 22, was mit dem anderen geschah. Und Aaron legte seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er legte sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schickte ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schickte den Ziegenbock in die Wüste. Wie gesagt, zwei Ziegenböcke wurden bereitgestellt. Das eine als ein Opfer, wo das Blut benötigt war, um Sühnung zu erwirken. Und auf alles andere musste der Hohepriester seine Hände rauflegen, auf den Kopf, und alle Sünde, alle Schuld und alle Vergehen, alle ihre Sünden sollte bekannt werden und auf diesen Ziegenbock gelegt werden. Symbolisch wurde das oder war eine Identifikation, war es, dass die Schuld abgelegt wird auf diesen zweiten Sündenbock, wie wir das Wort auch heutzutage noch kennen, was eben symbolisiert hat, die Entfernung der Sünde aus der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes als sichtbares Zeichen für das Volk. Die Sünde wird weggetragen. Wir sind mit Gott versöhnt. Und dieser Tag, er diente für das Volk zu sehen, dass die Schuld bezahlt werden muss. Und die Sünde muss weggenommen werden, sonst gibt es keine Versöhnung. Und in diesem Kapitel wird auch immer wieder betont, damit man nicht vor den Herrn tritt und stirbt. Das war die Heiligkeit Gottes. Wenn ein sündiger Mensch vor Gott tritt, er wird sterben. Aber wir lesen im Neuen Testament, dass diese Opfertiere, wenn die Tiere geopfert wurden, es war nicht ausreichend. Es war nicht ausreichend. Sie konnten die Sünden nicht vergeben. Sie konnten diese nicht vollend wegnehmen. Die sündige Natur des Menschen konnte nicht abgetan oder entfernt werden. Das war alles ungenügend. Und so lesen wir wiederum im Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 3 und 4. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünde, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es wurde immer nur zugedeckt, verpicht, so wie es Noah an der Arche mit Pech getan hat. Es wurde zugedeckt, aber es konnte nicht weggenommen werden. Diese Opfer waren nicht genug. Sie waren nicht genug. Und deshalb hat Gott durch einen der Propheten, und das kennen wir, Jesaja 53, jemand verheißen, der einmal dieses vollkommene Opfer bringen wird.
was tatsächlich die Sünde wegnehmen wird. Und so lass uns, obwohl wir es kennen, noch einmal diese Verse 4 bis 8 aus Jesaja 53 durchlesen. Und wir werden gleich sehen, wie dieses Bild aus 3. Mose 16 von diesen zwei Ziegeböcken auch hier in Jesaja 53 hervorsticht. Da lesen wir so: Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unserer aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und hier sehen wir dasselbe Bild, was wir eben bei diesen zwei Ziegeböcken gesehen haben, wie Gott damals schon viele Jahre vorher, wo das Volk aus Ägypten geführt worden sind, und Gott gezeigt hat, wie die Versöhnung aussieht. Wir sehen hier, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. So wie der Hohepriester all das, die Sünden des Volkes, auf diesen lebendigen Ziegebock geladen hat, so wurde all die Schuld, so wird all die Schuld auf das vollkommene Lamm Gottes gelegt. Wir haben auch gelesen, wie er hier durchbohrt wird, wie auch gleichzeitig das Bild von dem anderen Ziegebock ist, was das Blut bringen sollte, damit das ins Heiligtum getragen wird. Das sehen wir hier ganz deutlich in Jesaja 53. Die Schuld wird auf ihn gelegt und weggetragen, weggenommen, aber auch er gibt sein Blut. Und wir sehen, wer das ist, wer das getan hat, und das ist Christus gewesen. Und die Auflösung sehen wir in Hebräer 9, Verse 11 bis 14. Und da sehen wir, wie der Schreiber das alles aufdeckt, was im Alten Testament diese Opfer hervor oder ein Schatten waren. Und so heißt es in Hebräer 9, Verse 11 bis 14. Christus aber ist gekommen als Hohepriester. Christus war selbst der Hohepriester, aber auch gleichzeitig das Opfer, was gebracht werden musste. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Aschen einer jungen Kuh auf die unrein gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und hier sehen wir, dass Christus, er war der Hohepriester, der Mittler war zwischen dem Volk und Gott. Das Volk konnte nichts tun, damit sie diese Versöhnung bekommen. Es musste der Hohepriester tun. Sie standen alle nur dabei und haben es mit ansehen müssen, wie für sie die Erlösung erwirkt worden war. Und so ist auch Christus. Er musste kommen. Er musste dieser Hohepriester für uns sein, weil wir nichts tun konnten, um uns die Erlösung zu erarbeiten. Wir konnten nichts tun, um vor Gott uns eine ewige Erlösung zu erwerben. Es musste Christus, unser Mittler, tun, wie es auch Paulus uns schreibt. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Mensch, der Herr Jesus Christus.
Nur er konnte es völlig, dieses Opfer, darbringen. In den jüdischen rabbinischen Schriften wurde eine Legende aufgeschrieben. An dem Yom Kippur-Fest, an diesem Versöhnungstag, haben sie einmal angefangen, an diesem Ziegebock, was weggeschickt worden ist, ein rotes Tuch anzubinden. Und sie haben sich darauf gestützt, auf Jesaja 1,18, wenn eure Sünde rote wie Karmesins sind, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Und Jahr für Jahr haben sie auf dieses einen Ziegebock, der weggeschickt worden in die Wüste, dieses rote Tuch angebunden. Und auf eine wunderbare Art und Weise wurde dieses rote Tuch immer weiß. Was zeigte, dass Gott die Sünde des Volkes vergeben hatte. Aber 40 Jahre, bevor der Tempel dann zerstört wurde, wurde aufgeschrieben, dass das rote Tuch aufgehört hatte, weiß zu werden. Gott vergab die Sünde nicht mehr mittels dieser zweier Ziegeböcke. Die Rabbiner haben es nicht verstanden. Sie haben nicht den richtigen Schluss daraus ziehen können. Aber warum wurde das rote Tuch nicht mehr weiß? Wegen dem, was Christus ausgerufen hatte am Kreuz. Tetelestai, es ist vollbracht. Und so lesen wir auch in Hebräer 10,18, wo aber Vergebung dieser Sünden ist, wo die Vergebung in Christus ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Wenn Christus die Vergebung erwirkt hat, wird kein anderes Opfer mehr benötigt. Und so lesen wir auch diesen uns allen bekannten Vers aus Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das Heil ist nur in Christus zu finden. Es wird allein in Christus gegeben. Wir können es uns nicht erarbeiten. Es wird gegeben, es wird von Gott geschenkt, wenn man dieses Opfer Christi im Glauben annimmt. Es wird gegeben. Und man muss diese Größe des Herrn erfassen. Man muss die Größe seines Werkes erfassen, was er vollbracht hat für uns dort am Kreuz. Christus ist das einzige Opfer, was Gott ausreichen konnte. Das Blut eines vollkommenen Menschen war genügend, um all die Schuld der Menschen zuzudecken. Und so lesen wir auch in der Schrift, dass der Herr Jesus, er musste Gott sein. Denn außer Gott gibt es keinen Retter. Ein Mensch kann Menschen nicht retten. Dieser Mensch musste Gott sein. Und so heißt es auch, dass Christus, er war Gott. Und in dem Heidelberger Katechismus, in diesem Glaubensbekenntnis, heißt es in der Frage 17, warum musste Christus zugleich wahrer Gott sein und wahrer Mensch? Nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Ein Mensch kann nicht zu Genüge den Zorn Gottes ertragen. Er muss Gott selber sein. Dieses Opfer, was Christus gebracht hat, konnte nur er bringen. Kein anderer, in keinem anderen ist das Heil. Und weil er Gott war, war auch sein Opfer unendlich wertvoll vor Gott. Deshalb konnte es Gott auch annehmen, weil es von Gott kam. Christus war Gott. Das Opfer Jesu war nicht Menschen. Es war auch nicht den Satan gebracht worden, sondern allein Gott. Wir sehen, dass Gottes Heiligkeit nur mit dem einem heiligen, vollkommenen Blut gesühnt werden kann. Das konnte nur Gott genügen. Und so sehen wir in diesem Versöhnungsfest, was Gott einmal damals schon gegeben hat, diese Lust an Gnade hat er damals schon seinem Volk gegeben, wie sie sich versöhnen können. Und heute sehen wir, dürfen wir zurückschauen, was Christus für uns getan hat. In ihm ist das Heil. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass wir nicht auf einen menschlichen Priester angewiesen sind, wo man vielleicht immer noch Angst hat, vielleicht reicht seine Reinigung nicht aus. Vielleicht wird er sich versündigen und für mich wird vor Gott nicht diese Versöhnung erwirkt.
in Christus haben wir den vollkommenen Hohepriester, wie wir es gelesen haben. Und sein Opfer genügt. Sein Opfer genügt. Seine Erlösung genügt. Und daran dürfen wir uns erfreuen. An dieser Gnade dürfen wir uns erfreuen. Gott könnte die Genugtuung von dir fordern. Er könnte sagen, ich will, dass du die Strafe für deine Sünden selber trägst. Aber Gott hat in seiner Gnade einen Stellvertreter sich erwählt, seinen Sohn. Sein Sohn kam als Stellvertreter für uns auf diese Erde, wurde Mensch, nahm die Gestalt eines Knechtes an, um uns zu erlösen. Und dafür wollen wir heute uns erinnern. So wie das Volk Israel sich Jahr für Jahr erinnert hat an ihre Sünden, so dürfen wir uns aber heute erinnern, was uns vergeben worden ist durch das Brot und durch den Wein. Und so wollen wir Christus jetzt auch danken. Ich bete jetzt mit uns noch kurz und dann werden wir uns an das Mahl erinnern.